So, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema Ändern Befehle. Wir schauen uns also heute einige Befehle an zum Modifizieren von Objekten. Das ist ein weiteres Webinar aus unserer Reihe Back to Basics, in dem wir uns also mit den grundlegenden AutoCAD-Funktionen beschäftigen. Ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Holger Klöcker. Sie kennen mich ja bereits aus vorherigen Webinaren. Ich bin Product Support Specialist hier im AutoCAD Support Team. Das heißt, neben AutoCAD unterstütze ich vor allem die Produkte aus unserem Architekturbereich, also AutoCAD Architecture, Revit und Navisworks. Wenn Sie im Rahmen Ihrer Subskription schon mal eine Supportanfrage an uns gerichtet haben, könnten wir da unter Umständen schon mal Kontakt miteinander gehabt haben. Und ansonsten, ja, sind wir natürlich sehr offen für Ihre Anfragen, die Sie da im Rahmen Ihrer Subskription an uns richten. Gut, bevor wir loslegen, wie immer ein paar technische Hinweise. Wir werden im Anschluss an die Präsentation eine Frage- und Antworteinheit haben. Da haben Sie dann die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen über das Chatfenster, was Sie angezeigt bekommen. Das heißt, Sie tippen die Frage dort ein und wir werden die dann direkt beantworten. Sie haben diese Möglichkeit auch schon während der Präsentation. Wenn Sie also schon Fragen haben während der Präsentation, dann sollten Sie die durchaus da eintragen. Und mit mir zusammen präsentiert hier im Hintergrund mein Kollege Carsten Sänger, der die Fragen dann schon während der Präsentation beantworten wird und Ihnen da nach bestem Gewissen und Wissen ja, weiterhelfen wird. Alles, was dann noch übrig ist, quasi, da werden wir dann am Ende drauf eingehen. Diese Präsentation wird aufgezeichnet, die Aufzeichnung läuft bereits und Sie haben dann im Anschluss die Möglichkeit, diese sich nochmal anzusehen. Wir stellen die zusammen mit anderen Materialien, also dieser PowerPoint-Datei und den Notizen dazu in unserem Download-Bereich zur Verfügung. Den Link finden Sie hier unten angegeben und auch in der Mail, die Sie im Anschluss an die Präsentation von uns erhalten. Ja, darüber hinaus haben wir einen YouTube-Kanal eingerichtet, wo Sie auch die Aufzeichnungen von allen vorhergehenden Präsentationen finden. Auch dieser Link zu dem YouTube-Kanal finden Sie in der Mail oder halt an späterer Stelle hier in dieser PowerPoint-Datei. Hier nochmal ein Hinweis auf unsere Webseite. Sie sollten also ruhig in regelmäßigen Abständen da mal vorbeischauen. Wir haben also eine Webinar-Webseite eingerichtet, wo Sie alle Informationen rund um unsere Support-Webinare aufgelistet finden. Das heißt, dort finden Sie eine Liste aller verfügbaren Produkt-Support-Webinare. Das heißt, zu welchen Produkten wir jeweils Support-Webinare anbieten. Das ist also neben AutoCAD da noch eine ganze Reihe von anderen Produkten. Und Sie sind herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen und ja, sich zu Webinaren anzumelden, die Sie da interessieren. Man muss sagen, dass der Großteil der Webinare momentan noch in englischer Sprache angeboten wird, aber wenn Sie das nicht abschreckt, dann sind Sie herzlich eingeladen, da mal reinzuschauen. Sie finden dort ebenfalls eine Auflistung zu Themen zu künftigen Webinaren und auch die Aufzeichnungen von früheren Webinaren. Das heißt, auch da können Sie auf diese vorherigen Webinare zugreifen. Sie haben auch Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Also wenn Sie irgendeine Art von konstruktivem Feedback loswerden möchten oder auch ja, natürlich Lob, dann freuen wir uns da natürlich sehr drüber und Sie haben dann die Möglichkeit, in dem Forum entsprechend uns dieses Feedback zu geben. Entweder über das Forum oder indem Sie uns eine E-Mail schreiben an diese Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie da in die Betreffzeile den Begriff reinschreiben, erweitern Sie Ihren AutoCAD-EQ, dann ist auch sichergestellt, dass es dann direkt an der richtigen Adresse landet. Gut, hier ist noch eine Auflistung der deutschsprachigen Support-Webinare, die wir bereits in der Vergangenheit angeboten haben. Das heißt, diese Webinare finden Sie jeweils in unserem Download-Bereich mit dem entsprechenden Material und als Aufzeichnung und auch in dem YouTube-Kanal. Das heißt, wir haben einen YouTube-Kanal eingerichtet mit dem Titel Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-EQ. Wenn Sie das also als Suchbegriff in YouTube eingeben oder auch in Google, dann kommen Sie da direkt auf diesen YouTube-Kanal und finden da die Aufzeichnung von den jeweiligen vorherigen Webinaren. Das ist also schon eine ganze Reihe hier. Wie gesagt, im englischsprachigen Bereich haben Sie dann noch eine ganze Reihe mehr an Auswahl an Themen und auch die finden Sie in einem eigenen Kanal auf YouTube oder im Download-Bereich.
Gut, dann schauen wir uns kurz an, was sich im Autodesk Knowledge Network getan hat. Das ist ja Inhalt, den wir regelmäßig pflegen und aktualisieren. Das heißt, da veröffentlichen wir so die aktuellsten Themen, mit denen wir im Produktsupport konfrontiert werden. Es werden dort Software-Updates zur Verfügung gestellt, also irgendwelche Hotfixes zu aktuellen Problemen, die Sie unter Umständen feststellen. Es gibt also hier zum Beispiel bei AutoCAD 2016 ein Problem mit, wenn Sie eine AMD-Grafikkarte verwenden, kommt es vermehrt zu Abstürzen und das ist da entsprechend dokumentiert. Es gibt einen Autodesk 360-Fehler, der entsprechend dokumentiert ist. Also wenn Sie irgendeine Art von Problem feststellen, wollen wir damit sagen, es ist durchaus sinnvoll, da mal reinzuschauen und zu gucken, ob dieses Problem entsprechend schon dokumentiert ist, ob es eine entsprechende Lösung gibt und auch, ob Ihr Produkt auf dem neuesten Stand ist. Sie finden also dort auch die ganze Auflistung von Hotfixes, Service Packs und Downloads zur Verfügung zu AutoCAD und AutoCAD LT. Okay, dann schauen wir uns an die Ändern-Befehle. Ja, bevor wir jetzt loslegen, wie immer eine kurze Rückfrage an Sie. Das heißt, wir würden gerne von Ihnen wissen, ob dieses Ihr erstes Autodesk Help Webinar ist. Und wenn Sie uns dazu kurz eine Rückmeldung geben, dann sind wir Ihnen dafür sehr dankbar. Das ist immer sehr hilfreich, um ja, zu statistischen Zwecken, um zu wissen, ob wir da themenmäßig auf der richtigen Seite sind und Ihnen da entsprechend weiterhelfen und auch bei der Ausgestaltung von zukünftigen Themen. Okay, dann vielen Dank für die Rückmeldung. Ja, dann legen wir direkt los. Was haben wir für Sie heute vorbereitet? Es geht also um die Ändern-Befehle, also im Konkreten einige Befehle aus dieser Ändern-Palette in AutoCAD, im Speziellen also um den Abrunden, den Phasen-Befehl, den Bruchbefehl oder an Punkt brechen und den Stutzen- und Dehnen-Befehl. Ja, diese Befehle schauen wir uns also näher an und gehen dann dazu mal schon direkt in das Programm rein, in dem wir sehen, wie es geht. Ja, ich mache das mal hier anhand von dem Beispiel von AutoCAD LT. Das heißt, diese Befehle, die wir heute uns anschauen, sind in dieser Form analog zu AutoCAD und AutoCAD LT. Das heißt, da gibt es keine Unterschiede in der Funktionsweise. Zunächst, hatte ich Ihnen ja gesagt, wir schauen uns diese Befehle, die wir heute besprechen, finden Sie also hier in dem Startkarteireiter in der Multifunktionsleiste unter dieser Ändern-Palette. Das heißt im Wesentlichen die Befehle Dehnen und Stutzen hier als Abrollmenü, Phasen und Abrunden finden Sie hier und die Punktbefehle finden Sie hier unten. Ja, also jeweils den Befehl Bruch und an Punkt brechen. Und damit fangen wir vielleicht direkt auch mal an, wenn ich mir also hier diesen Bruchbefehl mal anschaue, wie der genau funktioniert. Das heißt, den wähle ich an. Als erstes bekomme ich dann eine Aufforderung, das Objekt zu wählen, das ich brechen möchte. Ja, da wähle ich also hier eine Linie aus und dann sehen Sie direkt, wenn ich diese Linie auswähle und an einen bestimmten Punkt klicke, ist damit quasi schon der Punkt angegeben, der erste Brechpunkt, an dem ich diese Linie aufbreche. Das heißt, der Punkt, an dem ich die Linie auswähle, ist gleichzeitig schon der erste Brechpunkt. Ja, das heißt, ich kann den zweiten Punkt dann hier unten angeben und habe dann so ein Stück aus dieser Linie herausgeschnitten. Das möchte ich ja vielleicht unter Umständen nicht, weil ich da auch keine Fangpunkte zur Verfügung habe. Ja, und da gibt es dann die Option bei dem Brechen-Befehl, wenn ich das nochmal ausführe und die Linie auswähle, jetzt an irgendeinem Punkt. Ja, jetzt habe ich hier oben diesen Bruchpunkt gesetzt, dann nochmal explizit zu sagen, ich möchte den ersten Bruchpunkt nochmal genau angeben, ja, mit dieser Option erster Punkt. Da sage ich jetzt also erster Punkt und gebe dann also hier einen Punkt an in einem Abstand von meinetwegen zwei Einheiten von oben. Ja, das ist also der Punkt. Und was noch interessant ist vielleicht, ich kann da auch mit Fangpunkten arbeiten. Wenn ich also die Linie auswähle, sage dann erster Punkt, und zwar mit Fangpunkten, die außerhalb dieser Linie liegen, also zum Beispiel die Mittelpunkte hier von diesen Kreisen. Das heißt, da würde ich dann, und diese
Bruchpunkte werden dann quasi senkrecht auf diese Linie heraufprojiziert. Also diesen Bruchpunkt würde ich angeben und diesen Bruchpunkt. Ja, dann habe ich also die Projektion von den Mittelpunkten dieser beiden Linie als Bruchpunkt in meiner Linie. Okay, das sind ja, das ist im Wesentlichen der Befehl an Punkt brechen. Wir schauen uns hinterher noch den anderen Befehl, das war der Bruch. Wir schauen uns hinterher noch an den Befehl an Punkt brechen. Machen wir weiter mit den Stutzen und denen Befehlen. Wenn ich mal hier in dieses Beispiel gehe und mir die Stutzen und denen Befehle anschaue, wenn ich hier oben bekomme ich also die Funktionen über Stutzen und Dehnen. Wir fangen mal mit Stutzen an und als erstes bekomme ich da die Aufforderung, die Grenzkanten auszuwählen. Ja, das heißt, da wähle ich hier diese magentafarbenen Grenzkanten aus. Das heißt, diese Grenzkante hier, diese und diese. Also ich kann mehrere Grenzkanten angeben und dann wähle ich die zu stutzenden Objekte aus. Und zwar mache ich das an der Seite, wähle ich diese Objekte aus, an der sie gestutzt werden sollen. Das heißt, ich kann hier diese Linie, Sie sehen schon die Vorschau, da werden diese Linien dann so ausgeblendet. Und das bedeutet dann, dass sie eben entsprechend an diesem Punkt dann gestutzt werden. Da habe ich dann mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, mehrere Objekte auszuwählen. Ja, wenn ich jetzt also eine ganze Reihe von Linien habe, habe ich hier eine Kreuzenauswahl. Das heißt, ich kann so ein Fenster aufziehen. Ja, ich mache das nochmal rückgängig. Wiederhole Stutzen nochmal. Oder ich kann einen Zaun aufziehen, eine Zaunauswahl. Das hatten wir auch schon mal in einem vorherigen Webinar. Da würde ich quasi eine kreuzende Linie zeichnen, die dann entsprechend diese Linien markiert, die gestutzt werden sollen. Ja, also jetzt beispielsweise die oberen drei Linien. Und wenn ich dann diese Auswahl, diese Zaunauswahl bestätige mit der Eingabetaste, dann werden die halt entsprechend markiert. Interessant ist es jetzt an dieser Stelle. Sie sehen ja hier, ich habe diese Grenzkante B hier oben angewählt, die jetzt aber die Linien nicht wirklich kreuzt. Ja, das heißt, was passiert in diesem Fall? Wenn Sie hier mal dann diese Linien auswählen möchten, die gestutzt werden sollen, dann sehen Sie, das funktioniert nicht. Da bekomme ich so ein Verbotszeichen und das heißt also, dass diese Linien nicht ausgewählt werden zum Stutzen. Nun, das ist eine Möglichkeit, die Sie einstellen können. Und zwar gibt es da die Systemvariable Edge Mode. Und wenn ich diese mal umstelle, Edge Mode ist also momentan auf dem Wert 0 eingestellt. Wenn ich die auf dem Wert 1 einstelle, dann bewirkt das genau das, dass nämlich projizierte Grenzkanten verwendet werden können bei den Stutzen und denen Befehlen. Das heißt, ich wähle nochmal diese Linie aus und beispielsweise auch diese Linie hier und wähle dann, ja, dann sehen Sie schon an der Vorschau, dass quasi diese Linien an den projizierten Grenzkanten geschnitten werden können oder aufgehoben werden können. Bei dem Dehnen-Befehl funktioniert das genauso. Wenn ich hier jetzt sage Dehnen und würde halt diese Linien auswählen, dann sehen Sie also, aha, diese Linien würden jetzt quasi auch bis zur Kante D gedehnt werden. So, es ist jetzt so, dass es ist sehr hilfreich zwischen Stutzen und Dehnen. Da haben Sie ja unter Umständen manchmal, wenn Sie so Geometrien sich zurechtschneiden wollen, die Situation, dass Sie sehr oft hin und her schalten müssen. Und da gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, mit der gedrückten Shift-Taste jeweils umzuschalten zwischen Stutzen und Dehnen. Ja, ich befinde mich also jetzt hier in dem Dehnen-Modus. Das heißt, wenn ich hier drauf gehe, sehen Sie, diese Linie wird gedehnt, jeweils auf die nächste Grenzkante. Das ist also hier die Linie B, Dehnen, Dehnen. Und wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, ja, also jetzt die Shift-Taste, dann sehen Sie, hier würde jetzt gestutzt werden. Da würde die Linie jetzt an der Seite gestutzt werden auf die Grenzkante A. Und wenn ich die Shift-Taste wieder loslasse, dann befinde ich mich wieder im Dehnen-Modus, ja, und kann wieder Linien verlängern und so weiter. Ja, und wieder mit gedrückter Shift-Taste gehe ich wieder in den Stutzen-Modus und kann dann wieder einzelne Linien stutzen. Ja, und so ist es halt sehr einfach, zwischen diesen beiden Modi hin und her zu schalten, indem Sie einfach die Shift-Taste drücken und gedrückt halten.
Okay, dann ja, schauen wir uns mal an ein weiteres Beispiel. Jetzt haben wir hier so eine einfache Konstruktion, die also entsprechend gedehnt und gestutzt werden soll, sodass sie halt aussieht wie dieses Gebilde hier rechts. Das können Sie sehr einfach machen, indem Sie einfach stutzen oder dehnen auswählen als Befehl. Ich habe Ihnen ja gerade gezeigt, dass es eigentlich relativ egal ist, was Sie da als Befehl auswählen, weil Sie halt mit der gedrückten Shift-Taste da entsprechend hin und her schalten können. Das heißt, ich würde hier dehnen auswählen und wenn Sie jetzt an der Eingabeaufforderung sehen Sie Objekte wählen oder alle wählen. Ja, da ist es hier so, okay, ich weiß gar nicht genau, welche Linie ich denn jetzt als Grenzkante nehmen möchte, dann sage ich einfach mal alle. Ja, ich würde also mit der Eingabetaste einfach drücken und dann sind alle Objekte in der Zeichnung als Grenzkante ausgewählt. Es ist also so, man muss gar nicht unbedingt spezifische Linien als Grenzkante auswählen, sondern Sie können eigentlich, ja, es können auch gestutzte Elemente können gleichzeitig auch Grenzkanten sein. So, und wenn ich jetzt alle Linien als Grenzkante ausgewählt habe, würde das Ganze also so vorgehen, dass ich mit dem Dehnen-Befehl hier bestimmte Elemente mir dehne, also diese Linie nach hier oben zum Beispiel. Ich muss dann halt den Befehl unter Umständen mehrmals ausführen, weil halt natürlich verschiedene Grenzkanten gefunden werden und dann stufenweise sich das Objekt verlängert. Ja, hier oben würde ich diese Linie dann nach oben verlängern und dann bei gedrückter Shift-Taste sagen, ich möchte den unteren Teil dann stutzen. Ja, weil der soll halt entsprechend verkürzt werden. Da noch ein Stückchen weiter. Diesen überstehenden Teil möchte ich auch stutzen. Das hier unten möchte ich auch stutzen. Und jetzt sehen Sie hier diese Linie, ja, kann an mehreren Stellen gestutzt werden. Ja, da verfalle ich jetzt hier in die Situation, wenn ich den Mittelteil stutze, kann ich dieses Stück nicht mehr stutzen. Das heißt, in so einer Situation würde es sich anbieten, von außen nach innen sich vorzuarbeiten, weil dann können Sie halt in dem Befehl bleiben. Und diese oberen Teile, ja, da ist es genauso. Da sehen Sie, das Teil besteht jetzt aus mehreren, weil hier unten diese Linien funktionieren auch als projizierte Grenzkanten. Das heißt, ich würde mich von außen nach innen vorarbeiten und das entsprechend stutzen. Und in diesem Fall ist es jetzt sehr hilfreich zu wissen, dass ich den Befehl nicht verlassen muss, um dieses Element zu löschen, sondern der Stutzenbefehl enthält ja, eine Löschenoption. Ja, ich kann also, während ich in dem Befehl bin, kann ich sagen, ich möchte temporär bestimmte Elemente löschen, wie jetzt dieses Element zum Beispiel mit dem Befehl L, wähle das also an, lösche das und bin immer noch im Stutzenbefehl drin. Ja, Sie sehen das hier unten, das ist also diese Löschenoption innerhalb des Stutzenbefehls. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist diese Mittellinie, die ich jetzt entsprechend anders haben möchte. Das heißt, da sehen Sie hier in meiner Vorlage, soll das also so eine gestrichelte gelbe Mittellinie sein. Und ja, das kann ich machen, indem ich diese Linie wiederum breche. Und zwar nicht, wie ich das vorher gemacht habe, mit der Option an Punkt brechen, weil dann würde ich ja wirklich was aus der Linie herausschneiden. Ich möchte sie einfach nur unterteilen an diesen beiden Punkten, sodass ich halt diesen Teil in der Mitte einen anderen Layer, eine andere Farbe und einen anderen Linientyp geben kann. Und das machen Sie mit der Option an Punkt brechen. An Punkt brechen ist im Prinzip nichts anderes als ein Makro des Befehls Bruch. Ja, und zwar funktioniert das folgendermaßen, wenn Sie diesen Befehl auswählen, dann sage ich also an Punkt das Objekt wählen, also diese Linie, und dann sehen Sie, wird automatisch die Option erster Punkt ausgewählt und ich wähle dann hier diesen Bruchpunkt und dann ist die Linie entsprechend an diesem Punkt gebrochen. Ja, das Ganze mache ich nochmal, indem ich diese Linie auswähle und an diesem Punkt breche und nochmal, indem ich diese Linie an diesem Punkt und nochmal diese Linie an diesem Punkt. Ja, und dann sehen Sie, habe ich also hier diese Linie unterteilt, sodass hier in der Mitte entsprechend ja, ich diese Linie umändern kann und auf einem anderen Layer eine andere Farbe und einen anderen Linientyp geben kann.
Gut, das ist also die Option an Punkt brechen. Und damit habe ich also quasi ja, dieses Objekt hier dupliziert und dem das gleiche Erscheinungsbild gegeben. Schauen wir uns jetzt nochmal an die Befehle zum Phasen und Abrunden. Die hatten wir jetzt noch gar nicht. Wenn ich also mal mir anschaue, dieses Objekt auf der linken Seite, möchte ich entsprechend ausgeformt haben wie dieses Objekt hier auf der rechten Seite. Ja, da gibt es also diese Phasen- und Abrundenbefehle. Wenn ich mal mit dem Phasenbefehl anfange, das ist ja schon ein Punkt, den hatten wir in dem letzten Webinar, wo es um die Produktivitätstipps und Tricks ging. Ich kann quasi mit dem Phasen- und dem Abrundenbefehl auch ja, Kanten erweitern. Sie sehen, wenn ich jetzt hier drauf gehe und zum Beispiel diese Linie und diese Linie erweitere, dann wirkt das wie so quasi eine Verlängerung auf einen gemeinsamen Eckpunkt. Und zwar deswegen, weil momentan der Radius für den Abrundenbefehl auf 0 eingestellt ist. Ja, das heißt, hier habe ich also eine scharfe Kante, quasi eine Abrundung mit dem Radius 0, die mir da automatisch erstellt wird. Und das wollte ich jetzt in diesem Falle gar nicht haben. Deswegen nehme ich das nochmal zurück. Und zwar ja, zeige ich Ihnen den Abrundenbefehl, wenn ich hier mal Abrunden auswähle und dann einen anderen Radius eingebe. Also zum Beispiel die Option Radius anwählen und dann einen Radius eingeben von 0,5. Ja, dann würde ich also hier diese Linie und diese Linie und habe hier entsprechend eine Abrundung. Das Ganze nochmal wiederholen, diese Linie und diese Linie. Und es ist so, wenn Sie mehrere Ecken auf diese Art und Weise abrunden wollen, geht das etwas einfacher. Die müssen dann nicht den Befehl jeweils wieder neu auswählen, sondern ich wähle einfach abrunden und habe dann hier die Option mehrere. Ja, wenn ich mehrere anwähle, bewirkt das einfach, dass dieser Abrundenbefehl immer und immer wieder nacheinander ausgeführt wird und nicht nur einmal, bis er halt manuell abgebrochen wird. Ja, das heißt, ich wähle hier mehrere und wähle dann diese Ecke, diese Ecke, diese Ecke, diese Ecke und so weiter. Ja, und habe dann meine Abrundungen entsprechend ausgeführt. Gut. Ja, dann sehen Sie hier diese Punkte in der Mitte. Das kann ich natürlich machen mit, ja, indem ich diese Linien hier entsprechend rauswähle mit dem Stutzenbefehl. Das heißt, ich wähle Stutzen aus, wähle einfach mal alle Objekte und kann dann hier diese Linien entsprechend rausstutzen. Ja, das ist jetzt in dem Fall werden natürlich wieder sehr viele Grenzkanten gefunden. Also wäre es vielleicht einfacher gewesen, diese Linien manuell auszuwählen. Auch hier in der Mitte sehen Sie, kann ich also diese Abrundungen entsprechend ausführen. Und hier, was jetzt hier übrig ist, quasi diese Schnipsel, kann ich dann wiederum mit der Option löschen, also L manuell ausführen. Nochmal löschen. Die liegen doppelt übereinander anscheinend. Und auf dieser Seite auch. So. Ja, die andere Option wäre, die Grenzkanten manuell auszuwählen, also diese Kanten und diese Kanten, weil dann kann ich eben einfach nur diese Kanten entsprechend herauslöschen und das ist etwas einfacher. Gut, ja, bei dem Abrundenbefehl ist es vielleicht noch ganz interessant, was passiert, wenn ich jetzt mal abrunde hier bei so zwei Kreisobjekten. Ja, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, ich möchte dieses Objekt abrunden mit diesem Objekt, ja, dann sehen Sie, ich bekomme tatsächlich eine Abrundung hier in diese Ecke rein oder in ja, eine in die Tangente von diesen beiden Kreisen. Und auch die kann ich dann wieder stutzen und sagen, ich schneide diese Teile in der Mitte heraus. Ja, und habe dann so einen, ja, was ist es, vielleicht eine Erdnuss oder ein Kettenglied mir erstellt. Ebenfalls bei dem Abrundenbefehl, wenn Sie so eine Situation haben mit zwei parallelen Linien, das hatten wir auch in der letzten Woche schon gezeigt, wenn ich da den Abrundenbefehl drauf anwende, dann wird mir automatisch eine
eine Endverbindung zwischen den beiden Linien erstellt, mit dem entsprechenden Radius, der da halt eingestellt wird. Ja, und da ist es immer wichtig, darauf zu achten, an welcher Seite man das auswählt, weil hier kann ich das dann so entsprechend einstellen. Gut, zum Abrundenbefehl ist es natürlich so, wenn ich jetzt so ein Element habe, wo ich sehr viele Abrundungen habe, kann ich mir das Ganze etwas vereinfachen, nämlich in dem Falle, wenn das abzurundende Objekt eine Polylinie ist. Ja, und das ist hier bei dem rechten Objekt der Fall. Das heißt, hier sehen Sie, wenn ich das mal hervorhebe, das ist eine durchgehende, verbundene Linie. Und wenn ich da mit dem Abrundenbefehl drangehe, habe ich eine Option Polylinie zur Verfügung, die ich auswählen kann. Das heißt, ich kann hier sagen Polylinie. Und ja, wenn ich dann diese Polylinie auswähle, dann wird mal an allen verfügbaren Ecken entsprechend diese Abrundung eingetragen. Ja, das heißt, ich kann mit einem Klick alle Ecken abrunden und muss dann nicht diese ganzen Klicks durchführen. Das würde sich unter Umständen auch schon lohnen, wenn Sie so ein Objekt aus einzelnen Linien haben, das zuvor in eine Polylinie zu verwandeln. Das geht ja relativ automatisiert und dann halt mit diesem Abrundenbefehl dran zu gehen und zu sagen, okay, mit einem Klick habe ich jetzt alle Abrundungen da entsprechend erstellt. Gut, das war der Abrundenbefehl. Dann schauen wir uns den Abphasenbefehl an oder Phasenbefehl, der hat funktioniert im Prinzip sehr ähnlich. Auch da habe ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich erstelle jetzt hier so eine durchgehende Ecke, wenn eben die beiden Abstände für die Abphasung jeweils auf 0 gestellt sind. Ja, und Sie sehen hier, das ist also die gegenwärtige Einstellung. Für den Abstand 0, für den Abstand 1 habe ich 0 eingestellt, für den Abstand 2 auch ebenfalls 0 und das kann ich in den Optionen entsprechend einstellen. Ich werde also Phasen und sage dann, ich stelle die Abstände entsprechend ein auf den Wert 1 und 2 meinetwegen. Ja, und das führe ich jetzt mal an dieser Ecke hier vor. Das heißt, die erste Linie, die ich anwähle, da würde also der erste Abstand abgetragen werden. Das ist also diese Linie, also der Abstand 1 und die zweite Linie, die ich anwähle, der zweite Abstand. Ja, Sie sehen also, hier ist jetzt der Abstand 2 und in der anderen Ecke jeweils der Abstand 1. Das ist, wie diese Phase entsprechend konstruiert wird. Das Ganze mache ich hier nochmal. Abstand 1, Abstand 2. Und die andere Option, die Sie haben in dem Phasenmodus, ist über einen Winkel zu gehen. Das heißt nicht über zwei Abstände, sondern über den Modus Winkel. Wenn ich jetzt nochmal sage Phase, dann kann ich hier die Methode umstellen, mit der diese Phase konstruiert wird. Momentan habe ich ja mit den zwei Abständen gearbeitet. Wenn ich die Methode umstelle auf die Methode Winkel, dann kann ich sagen, okay, die erste Linie soll einen Abstand von 1 wiederum haben. Ne? Und der Winkel, der von dieser Linie dann auf der zweiten Linie abgetragen wird, soll sein 30. Ja, und wenn ich das Ganze, da stellen wir es vielleicht mal um und sagen, 2 soll der Abstand sein und der Winkel 30, 2 und der Winkel 30. Das heißt, hier wäre jetzt der Abstand 2 und der Winkel, der hier abgetragen werden würde, wäre dann die 30. Das heißt, die 30 Grad sind dann dieser Winkel hier, der zu der zweiten Linie abgetragen wird. Die 2 Abstand ist also dieser Wert und der Winkel würde hier abgetragen werden. Wiederhole ich das Ganze nochmal auf dieser Seite. Ich habe also hier den Abstand 2 Einheiten und den Winkel 30 Grad. Das wäre also dann dieser Winkel, wird da entsprechend abgetragen. Es gibt jetzt noch eine Einstellmöglichkeit bei dem Runden und beim Phasen. Und zwar ist das die Stutzmethode. Ja, das ist Ihnen jetzt vielleicht gar nicht so aufgefallen, aber es ist so, dass, wenn ich nochmal diese beiden Abphasungen rückgängig mache, dann wurden diese Linien ja auch immer automatisch gestutzt. Und das bestimmt sich durch die Systemvariable Trim Mode.
Die ist momentan auf 1 gestellt und das sagt halt aus, dass bei Anwendung des Phasen- oder Rundenbefehls jeweils die überstehenden Linien automatisch gestutzt werden. Wenn ich das umstelle auf den Wert 0 und dann nochmal meine Phasenaktion durchführe, dann sehen Sie, wo da der Unterschied liegt. Ich gehe wieder hier also auf Methode, Winkel und sage dann Winkel 2 und 30. Und wähle dann hier diese erste Linie an und die zweite Linie. Und dann sehen Sie, was passiert. Ich bekomme also einfach eine zusätzliche Linie in der Mitte und die Ursprungslinien bleiben bestehen. Ja, das Gleiche ist auch dann beim Abrunden der Fall. Ja, das heißt, den Radius wähle ich mal etwas größer auf 1. Und wenn ich den hier entsprechend anwähle, ja, dann sehen Sie, auch hier bleibt die eigentliche Ecke bestehen und die Rundung in diesem Falle wird dann zusätzlich da hinzugefügt. Okay. Ja, das war im Prinzip das Wesentliche zu den Dehnen, Stutzen, Abrunden, Abphasen und dem Bruchbefehl, was ich Ihnen zeigen wollte an dieser Stelle. Wir schauen jetzt nochmal, was wir an weiteren Materialien für Sie haben. Ich habe also hier noch etwas an Material für Sie zusammengestellt, weitere Quellen. Das heißt, ja, die Autodesk Help-Seite ist also eine sehr hilfreiche Seite, ja, wo quasi Forenmitglieder sich gegenseitig helfen und sie Zugriff haben auf verschiedene Hilfethemen. Ich zeige Ihnen mal kurz, wie das aussieht. PowerPoint möchte nicht so ganz, deswegen kann ich es nicht zeigen momentan. Na, machen wir es nochmal. Ups, so. Die Autodesk-Hilfe-Seite. Okay, das wäre jetzt in dem Fall vielleicht ein Support-Ticket für Microsoft. Schauen wir uns mal an, wie es mit den anderen Befehlen aussieht. Ja, die Autodesk Knowledge Community funktioniert. Das heißt, das ist unser internes Forum, wo Anwender sich gegenseitig helfen, Anwender helfen Anwendern. Es ist auch moderiert von uns. Das heißt, wir gehen dort auch rein und ja, helfen Ihnen da und erstellen entsprechenden Inhalt. Dann finden Sie hier die entsprechenden Verweise auf die Abrunden, Phasen und Brechenbefehle aus der AutoCAD-Hilfe. Ja, jetzt zum Thema Abrunden, zum Thema Phasen und Brechen und Verbinden von Objekten und Dehnen und Stutzen von Objekten finden Sie da entsprechend auch. Dann der Hitchhiker's Guide to AutoCAD Basics in englischer Sprache, aber sehr empfehlenswert. Das heißt wiederum, wenn Sie da nicht abgeschreckt sind durch die englische Sprache, dann ist es durchaus ja, ein empfehlenswerter Inhalt, wenn Sie so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen wollen bei der AutoCAD-Thematik. Ja, und das war es soweit an den Themen. Okay, dann schauen wir mal, was noch an Fragen übrig ist. Carsten, haben wir noch irgendwelche Fragen, die offen sind? Oder wie sieht es aus? Ich sehe hier keine offenen Fragen mehr. Das heißt, da haben wir dann noch für Sie eine kurze Frage. Und zwar, haben Sie bei dem heutigen Webinar etwas Neues gelernt? Da sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns da kurz eine Rückmeldung zu geben, einfach zu statistischen Zwecken. Das ist immer hilfreich, damit wir wissen, wie weit wir da auf dem richtigen Weg sind bei der Vorbereitung von Themen.
Okay. Dann vielen Dank dafür. Und dann, ja, schauen wir uns zum Schluss noch an, was als nächstes auf Sie zukommt. Was haben wir für Sie? Wir haben also in 2 Wochen von heute aus, am 9. Juli, das Thema, welcher Linientyp sind Sie? Das heißt, da geht es um Linientypen. Allgemein, welche Linientypen gibt es? Wie laden Sie die in AutoCAD dazu? Wie stellen Sie Linientypen um? Das große Thema Linientyp-Skalierung. Es gibt da unter Umständen immer mal Probleme beim, dass so Linientypen falsch skaliert sind. Wie erstellen Sie sich einen eigenen Linientyp? Das behandeln wir also dann in dem Webinar in 2 Wochen. Dann wiederum in 2 Wochen von da, am 23. Juli, haben wir verschiedene Vorschläge für Sie. Das heißt Einführung in die 3D-Modellierung in AutoCAD, Plotstiltabellen genauer betrachtet oder parametrisches Arbeiten in AutoCAD bzw. AutoCAD LT. Das heißt, das bieten wir Ihnen als Wunschthema an. Die Abstimmung darüber würden wir dann in der nächsten Woche vornehmen. Sie können sich ja schon mal Gedanken machen, welches Thema Sie da gerne betrachtet haben möchten. Es geht also ja, 3D-Modellierung ist also eine kurze Einführung. Wie mache ich den Schritt von 2D in 3D in AutoCAD? Dann schauen wir uns an, wie die Plotstiltabellen genau funktionieren. Das heißt, wie kann ich genau steuern, wie mein Plot aussehen will, im Gegensatz zu der Darstellung am Bildschirm. Und ja, wir schauen uns gerade an, wie das parametrische Zeichnen oder das Zeichnen mit Abhängigkeiten in AutoCAD funktioniert, als kurzen Einblick dazu. Wie gesagt, das ist kurz als Ankündigung. Am 23. Juli gibt es also ein Wunschthema und die Abstimmung dazu würden wir dann am 9. Juli vornehmen. Und ja, Sie können sich ja bis dahin schon mal Gedanken darüber machen. Okay, dann war es das von meiner Seite. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und ich hoffe, Sie haben heute da einige Einblicke erhalten und fanden die Teilnahme interessant. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.